Oh, hi. Du hast mich gar nicht bemerkt. Weißt du auch warum? Weil ich Ted Bear bin. Wenn du genau wie ich überleben willst, brauchst du scharfen Verstand, Ausdauer, Attraktivität und einen Rucksack voller Kreativität. Ich hab meinen dabei, voll bepackt. Versuch mitzuhalten. Hier kommt die Situation. Du bist auf einem internationalen Flug und es treten einige Turbulenzen auf. Zufälligerweise hat ein kurzsichtiger Albatros die Steuergeräte beeinträchtigt, um zu imponieren, und knallt genau in das Flugzeug, deinen einmaligen Arbeitsflug in eine flammende Katastrophe verwandelnd. Zum Glück hast du deinen Essenstisch hochgeklappt und nun bist du der einzige Überlebende, verloren in einem gottverlassenen Dschungel. Es ist kalt, schlammig, nass, heiß, unangenehm und absolut aussichtslos. Also, das allererste, was du tun musst, ist Orientierung gewinnen. Eine gute Strategie ist es, den nächstgelegenen Fluss zu finden und ihm zu folgen. Nach einer Weile wird dir das ganze Laufen ganz schön zu schaffen machen. Du musst unbedingt eine Nahrungsquelle finden, denn Nahrung bedeutet Kohlenhydrate. Kohlenhydrate bedeuten Energie. Energie bedeutet Bewegung und Bewegung bedeutet Überleben. Glücklicherweise gibt es Unmengen an Nahrung in der Wildnis. Man muss nur wissen, wo man sie findet. Speck! Wir befinden uns unter einem Speckbaum! Nun, einige sind noch nicht ganz durch. Man muss höher klettern, um an die knusprigen zu kommen. Der hier ist genau richtig. Du hast soeben die Nährstoffe in Form eines ganzen Frühstücks gefunden. Immer in Bewegung bleiben. Versuch mitzuhalten! Nun müssen wir eine Erfrischung finden, um das Ganze runterzuspülen. Was haben wir denn hier? Nun, es ist äußerst wichtig, immer ganz nach hinten zu greifen, um an die frischeste Milch zu kommen. Immer, immer, immer das Verfallsdatum auf der Rückseite überprüfen. Das ist unerlässlich für dein Überleben. Heute habe ich Glück. Schokoladenmuffins. Rosinen. Hier befinden wir uns auf irgendeiner Wüsteninsel, wahrscheinlich irgendwo mitten im Ozean. Ohne Karte nicht festzustellen. Was wir allerdings wissen, ist, dass unser Körper Wasser braucht. Nicht so schnell, Kumpel. Das ist Salzwasser. Zuallererst müssen wir es in etwas Trinkbares filtern. So ein Fruchtfisch verwandelt Salzwasser in ein köstliches, genießbares Gemisch. Zuerst muss man den Fruchthalm finden. Nun, jetzt denkst du dir bestimmt, Ted, sowas wie einen Fruchtfisch gibt es doch gar nicht. Nun, da hast du recht. Eigentlich ist es eine Krabbe. Der Trick, um auf so einer Höhe zu überleben, man kriegt einfach viel schwieriger Luft in dieser Höhe. Ich werde ganz einfach